Schnipf. Ja, genau. Worüber rede ich heute? Ich weiß mal wieder nicht, wovon ich rede. Das ist zwar bei mir normal, ich weiß eigentlich nie so genau, wovon ich rede, aber sicherheitshalber steht es heute drauf. Filament. Filament, genau. Rollenweise Filament. Warum rede ich über Filament? Weil eine Firma hat mir Filament geschickt. Das allein ist ein Grund, um darüber zu berichten, weil wer schickt mir schon Filament? Und dann auch noch einfach so. Jetzt halte ich es auch noch an die Kamera, na, damit sich das für die Firma auch in irgendeiner Art gelohnt hat. Ja, eine Firma hat mich angeschrieben aus Chinesien und hat mich darum gebeten, doch höflichst einen Bericht über ihr Filament zu machen. Ja, für ein bisschen Filament lau, ne? Immerhin 2 Rollen, also 2 Kilo. Da kann man das schon mal machen, nicht wahr? Ne? Ich sage ja immer dabei, Achtung, das kann auch Rückschläge geben. Also ich sage tatsächlich, was ich denke. Deswegen schicken auch nur Leute mir was, die von sich relativ überzeugt sind. Vielleicht sollte ich den Zettel erstmal in die Landschaft halten. Ne? Ich hatte denen geschrieben, oh Mensch, also super, ganz toll, wenn ihr was schickt, dann schickt mir doch richtig abgedrehte Farben. Und sie haben mir diese beiden abgedrehten Farben geschickt, schwarz und weiß. Warum? Wahrscheinlich, weil das die Farben sind, die am wenigsten laufen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass die meisten irgendwie bunt bestellen und das schwarz und weiß am ehesten liegen bleibt. Hätte ich auch nicht anders gemacht, ehrlich gesagt. Ne? So, wenn man da schon irgend so einen mit lächerlichen 5000 Abonnenten Influencer bemustert, dann sollte man es vernünftig machen. So, Niu Angshe, Wang Hua, Dang Sao, ne? Nein, natürlich alles auf Deutsch. Ich habe nur geschätzt, hinten ist auf Englisch, vorne ist auf Deutsch. Oder ist vorne Englisch? Egal. Das erste, was ich machen muss, diese Brille, die mich unheimlich wichtig aussehen lässt, muss ich einen höher schieben, weil das ist eine Computermonitorbrille, mit der kann ich zum Beispiel euch jetzt scharf sehen, diesen Zettel aber nicht mehr. Das heißt, ich würde ungefähr jetzt so hantieren und deswegen schiebe ich sie nach oben. Das gibt dann diesen intellektuellen Ausdruck. Ne? Also wenn man Lehrer ist oder sowas oder Buchautor, dann muss man immer eine Brille oben drauf haben. Das wisst ihr auch warum. So, was steht auf diesem tollen Zettel drauf? Ganz wichtig erstmal, G-Tech schreibt sich mit 3E. Na, da, G-Tech. Und Links sind übrigens unten in der Beschreibung. Ne? Die haben hier 2 Links. Ich glaube, die führen zu Amazon oder so. Egal. Ich hau sie auf jeden Fall mit rein. Dann könnt ihr euch das näher angucken. Hier ist die Adresse übrigens auch nochmal, ne? Falls euch die interessiert. Da, in Shenzhen. Ich bestelle ja ziemlich viel aus China. Ziemlich viel Krimskrams. Und irgendwie habe ich das Gefühl, China besteht eigentlich nur aus Shenzhen. Zumindest soweit Dingens betroffen ist. Also eBay. Okay, die Chinesen nehmen natürlich Alibaba, aber für mich ist Alibaba nicht so praktisch wie eBay. So, was haben wir hier draufstehen? Hier steht im Grunde steht das Übliche drauf, nämlich was PLA eigentlich ist. Sehr überraschend. Die Arbeitstemperatur von 180 bis 230 Grad. Geringe Schrumpfung, alles ganz toll und überhaupt super. Das ist erwartungsgemäß. Interessant fand ich hier kein beheiztes Bett erforderlich. Da würde ich mal sagen, das ist doch sehr druckerabhängig. Also mein Kossel beispielsweise, der hat so eine Auflagefläche, mit die sich so wie übles Sandpapier fühlt die sich an. Da braucht man tatsächlich kein beheiztes Bett, kriegt es aber auch nie wieder ab. Und der CTC, da habe ich inzwischen so eine ähnliche Auflage. Also 40 Grad sollte man schon machen. Es geht besser als ganz kalt. Ne? Ich tue den Zettel jetzt einfach erstmal beiseite. Ne? Und dann schwenke ich die Kamera von mir weg, weil ich bin nicht so wichtig wie andere Dinge, die hier zum Beispiel auf dem Tisch liegen, weil ihr wollt ja auch was sehen, was ich damit gemacht habe. Jawohl. Muss ich den Monitor mal so ein bisschen drehen hier. Ja, also ich halte euch den Kram dann irgendwie so dichter ran. Ne? Ich zoome jetzt nicht großartig, sondern ich halte es dann hin. So, angefangen habe ich natürlich mit ein paar Banshees. Banshee ist übrigens eine sehr schöne Verballhornung. Banshee, geschrieben B-A-N-S-H-E-E, ist nämlich so eine Art Geist. Ne? Und Banshee, naja, ist was anderes, ne? Dieses Banshee hier. So, was habe ich gedruckt? Ich habe erstmal hier 3 schwarze liegen. Und zwar einmal mit meinem 0815 Filament, das ich sowieso immer benutze. Was bei mir heißt, ich kaufe, was gerade da ist. Und einmal hier von G-Tech das Zeug. Ich hoffe, man kann jetzt so ein paar Details sehen. Was als erstes auffällt, das Banshee ist nicht perfekt.
Dafür kann das Filament von G-Tech definitiv nichts, sondern das liegt eher an meinem Drucker bzw. an meinen Einstellungen. Ich drucke ja relativ selten hochauflösende Schiffchen, sondern ich drucke eher so Behältnisse oder Montageteile und bei denen klappt das nämlich super. So, jetzt sehen wir nämlich schon mal, ich habe hier aufgeschrieben, das ist mein altes Filament mit 0,1 mm Auflösung. Das ist mein altes Filament mit 0,2 mm Auflösung. Alles weitere drucke ich in 0,2, ne? Nur so just for info. Und das hier ist das G-Tech Filament. Das erste, was mir auffällt, das Schwarz ist wirklich schwarz. Also man merkt es ja nicht beim normalen Filament, also bei anderem Filament, dass es eigentlich so ein bisschen in Anthrazit geht, ne? Aber das Zeug von G-Tech ist wirklich schwarz. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. So, jetzt versuche ich die mal irgendwie nebeneinander zu packen. Jetzt muss ich meine Hand nur so weit verdrehen, dass man es sieht. Also von der Unterseite her würde ich mal sagen, tun die sich alle nicht viel. Interessant ist es, dass hier der Unterschied zwischen 0,1 und 0,2 mm Auflösung beim Drucken nicht so wahnsinnig groß ist. Ne? Man sieht es vielleicht so ein bisschen an der Bordwand, aber ansonsten tut sich nicht so viel. Ich tue jetzt den 0,1er, tue ich jetzt mal beiseite, weil ich alles andere mit 0,2 gedruckt habe. Also wirklich vergleichbar sind bestenfalls die zwei hier. Man sieht also schon, hier sieht es ein bisschen rubbeliger aus bei G-Tech, aber wenn man das weiße G-Tech nimmt, ist plötzlich alles viel glatter. Es gibt ja immer Gerüchte ohne Ende, dass schwarzes Filament schwieriger wäre als weißes Filament. Und es gibt ungefähr genauso viele Gerüchte, die besagen, dass weißes Filament viel schwieriger ist als schwarzes Filament generell. Ich kann das wie immer nicht bestätigen. Ich habe nur eher den Verdacht, dass man Unsauberkeiten auf bestimmten Materialien einfach viel besser sieht als auf anderen. Hier zum Beispiel kann man sehen, dass ich wahrscheinlich mit der Temperatur ein bisschen drüber war, weil es eine leichte Braunverfärbung gibt. Das kann ohne weiteres sein, da ich also ein großer Feind vom berühmten Gnock bin, neige ich eher zum zu warm als zu kalt drucken. Wenn ihr übrigens diese Formen hier seht und sagt, ihr könnt das alles viel besser, verratet mir ruhig eure Einstellungen in den Kommentaren. Ich bin da also durchaus lernfähig und freue mich immer, wenn es jemand besser kann. Was habe ich denn noch gedruckt? Zum Beispiel hier, ebenfalls das weiße G-Tech. Und ich habe von denen hier habe ich schon mehrere gedruckt, weil ich sie nämlich laufend benutze. Das ist so eine relativ kurz geratene GoPro-Verlängerung. Und damit bin ich eigentlich ausgesprochen zufrieden. Man muss es ja immer vergleichen mit dem, was ich normalerweise produziere. Und normalerweise produziere ich Schlimmeres als das. Also das Weiße gefällt mir außerordentlich gut. Hier kann man auch mal das hier mal eben zeigen. Na, ich habe extra das alles so aufgebaut, dass das Licht vom Fenster reinfällt. Ne? Dass man so schön irgendwelche Kanten und Ecken sehen kann. Auch hier unten die Macke. Ne? Die Macke ist hier nicht im Filament, die Macke ist in meinem Bett. Diese Druckauflage habe ich schon ab und an mit dem Messer malträtiert, um die Druckteile wieder abzukriegen. Und hin und wieder kriege ich dabei stattdessen das Druckbett was ab. Also dafür kann das Filament nichts, das ist einfach auf der Auflage drauf. Ne? Das Ding ist hochkant gedruckt, also ist da unten das, was die Auflage halt produziert. Also mir gefällt das hier jedenfalls sehr gut. Das ist ein Kugelschreiberhalter. Kann man eigentlich auch nicht meckern, ne? Wie gesagt, immer relativ zu dem, was ich so verbreche. Das ist hier auch so ein berühmtes 0815 Filament. Was tue ich jetzt hier hin? Muss ich eigentlich alle im Vergleich hinhalten gleichzeitig. Aber ich habe nicht genug Finger und zu wenig Breite. Ne? Da kann man, das ist zum Beispiel eine Farbe, dieses Grünzeugs, wo man jeden Fehler ganz besonders gut drauf sieht. Ja, also ihr merkt schon, unten ist es alles sehr schön platt. Und wenn man jetzt so das Weiße beispielsweise sieht, finde ich, dass die Bordwand da sehr gut mitgeraten ist. Ja, auch hier das Spundloch da vorne muss man sehen. Die sind übrigens alle unbehandelt. Also da schnitze ich nicht dran rum und mache irgendwas ordentlich. Beim Schwarz, da wo dieses angedeutete G drauf ist, das verdächtig nach einer 6 aussieht, das ist G-Tech und das ist mein Harakiri 2000, also das No-Name, was ich sonst immer benutze. So. Hier kann man es natürlich auch sagen, wenn man diese beiden vergleicht. Das Nicht-G-Tech-Zeugs glänzt nicht so stark. Wenn etwas glänzt, sieht man die Fehler auch gleich viel doller. Es muss also nicht am Filament liegen. Deswegen ist es bei mir immer sehr schwierig, wenn bei mir jemand kommt und sagt, vergleich doch mal diese Filamente. Ich bin so voll der Fachmann zum Filamentvergleich. Ne? Merkt ihr, glaube ich, schon. So, die Rückwand.
Hey, ist mal, oh, da muss ich aber richtig dicht dran, damit man überhaupt was sieht. Gleichzeitig aber wird es unscharf. Da bringen wir jetzt die Kamera so richtig an ihre Grenzen. Na, ihr seht, das kann recht unterschiedlich aussehen. Ja. Ja, ne? So, wenn man es richtig vergrößert, sieht es viel, viel schlimmer aus als in Natura. Ja, ich weiß einerseits schon, warum ich hauptsächlich solche Dinge drucke und nicht solche Dinge. Und ich weiß andererseits, warum das Banshee der absolute Foltertest für irgendwelche 3D-Drucker ist. Man hat hier Überhänge, man hat Bögen, man hat Löcher, man hat Türmchen, man hat Schrägen und Überhänge, man hat eine Fläche unten, die mit unterbrochen wird. Es ist also jede Katastrophe dabei, die man sich vorstellen kann. So, der langen Rede, kurzer Sinn. Nach den Sachen, die ich hier gedruckt habe, und das fällt mir immer sehr schwer, da jetzt also irgendwie was Abschließendes zu machen. Moment, ich mach mal so, dann jetzt kippt ihr mir auch noch um. Habt ihr gesoffen oder was? So, da und da. So, so wirke ich irgendwie, als würde ich mich irgendwie um euch kümmern oder so. Ne? So ein bisschen Betroffenheit kann ich vielleicht noch reinbringen. Ich drehe hier im Hintergrund an diversen Schrauben rum. Ja, so leicht von unten hat das etwas Erhabenes. Ne? So, ich bin mal wieder genau der Richtige, um irgendwas, irgendwelches Filament qualitativ zu beurteilen. Ich denke mal, G-Tech selber wird am meisten davon haben, dass ich den Namen G-Tech möglichst oft erwähne. Vielleicht noch ein paar Mal im Grund einbinde mit grässlichen Geräuschen unterlegt oder so. Denn ich bin also nicht so der Guru, der sagen kann, oh, das Filament ist viel besser als das andere Filament. Ihr erinnert euch an meine alten Videos. Ich bin häufig der Meinung, das eine ist so gut wie das andere. Ja, also Leute, die das gerne ausprobieren, ob nicht dieses eine Filament besser ist als das andere Filament, haben jetzt eins mehr dazu. Ich möchte allerdings jetzt einfach mal anhand dieser Banshees eine Behauptung aufstellen. Nämlich, dass das mit dem weißen Filament in meinem speziellen Drucker besser geklappt hat als mit dem schwarzen Filament. Liegt's am Filament? Wer weiß. Vielleicht ist das ein neueres Video wert. Ich kann es echt nicht sagen. Ich bin ja immer, wenn mir jemand was schenkt, ne, also zum Beispiel in diesem Falle zwei Rollen Filament und auf meine Expertise vertraut, dann bin ich natürlich immer sehr geneigt, den Betreffenden schon mal zu mögen. Schon aus Prinzip. Ne? Immerhin, zwei Rollen Filament sind zwei Rollen Filament. Und jetzt würde ich natürlich gern nur Gutes sagen. Bei Schwarz würde ich wieder mal sagen, ich erkenne wenig Unterschied, vor allem, weil ich jetzt die falschen erwischt habe. Na, den Schwarzen brauche ich jetzt. Ihr seht gar nicht, ich fummel hier unten mit den Dingern rum und gucke da drauf. Deswegen. Ne? Also ich sehe jetzt keinen riesen Unterschied. Was ich sehe, was ich mit meinem Auge erkennen kann, ist, G-Tech ist schwärzer als das andere Schwarz. Allerdings glänzt es auch mehr. Es glänzt ein Vorteil, es glänzt ein Nachteil. Dann bleibt jedem Einzelnen überlassen. Das Weiß kommt mir glatter vor. Na, also wenn ich die Bordwand hier sehe und ich muss hier immer mehrere Schwarze hier hinhalten. Ich habe gar nicht genug Finger für sowas. Vielleicht liegt es ja auch nur an der Farbe, aber mir kommt das Weiß, diese Bordwand hier, die kommt mir einfach glatter vor als bei den beiden Schwarzvarianten. Kann natürlich sein, es wirkt einfach nur glatter oder so. Es kann auch nur sein, der Drucker war mehr eingelaufen, weil ich vorher schon irgendwas gedruckt hatte. Auf jeden Fall, das Weiß gefällt mir auf jeden Fall gut. Ich kann ja nie genau sagen, lag es jetzt am Filament oder lag es an irgendwelchen Umgebungsvariablen. Aber das Weiß ist definitiv gut. Und bei meinem Grün, wenn ich das normale Grün mit dem G-Tech Weiß vergleiche, jetzt direkt, dann finde ich auch, dass das besser aussieht, das Weiß. Ne, auch an der Bordwand, an der Kantigkeit, an den Überhängen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, oh mein Gott, da liegen ja Welten dazwischen. Ich glaube, da braucht man einfach andere Leute. Aber so ist das halt, ne? Wenn man mir was schickt, um es zu testen, kriegt klare Ansagen. Ne? Tja, und richtig schwierig ist natürlich, wenn ich jetzt zweimal schwarz habe
und dann zwischen zweimal schwarz sagen soll, ist das eine besser als das andere. Und das eine glänzt und das andere glänzt nicht. Schon schwierig genug. Wenn ich irgendwo richtig Details sehen will, dann nehme ich üblicherweise so beige oder Hautfarben. Da sieht man wirklich alles drauf. Ja, ja. Und wie ich mittlerweile feststelle auf diesem Grünzeug, das eigentlich auch ziemlich glänzt, da sieht man eigentlich auch alles drauf. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Ich sage einfach, G-Tech! Ich blende das unten nochmal ein, die Links, ne, wenn die mir schon Links schicken. Ich hätte sie jetzt noch abwiegen sollen. Ne? Es gibt ja durchaus Hersteller, bei denen das Kilo nicht unbedingt ein Kilo schwer ist. Aber so gefühlt würde ich sagen, das ist ein Kilo. Interessant ist natürlich auch hier diese ich weiß nicht, Carbon-Optik ist das nicht. Das ist eher so Würfelchen sind das, ne? Ja, wie so ein ja, es gibt ja so optische Tricks, so Fliesen oder Kacheln oder Holzparkett, wo es dann aussieht, als wäre es alles gewaffelt. So sieht das auch aus. Und interessant finde ich hier auch, dass die Löcher unterschiedlich groß sind. Ne? Ne, das passt nämlich auf meinen Spulenhalter einfach so und bei dem muss ich ein bisschen was unterlegen. Aber gewichtsmäßig scheint es mir trotzdem dasselbe zu sein. Sonst müsste man davon ausgehen, kleineres Loch. Muss mehr drauf passen, als wenn in der Mitte viel hohl ist. Was stehen denn hier für Nummern überhaupt drauf? LOHS, das ist wahrscheinlich eine Qualitätskontrolle. Das ist derjenige welcher, der es kontrolliert hat, ob alles gut ist. Und hier drauf steht Color White Netto Weight 1 Kilogramm, also netto, das ist gut. Hier oben steht Color Black Netto Weight 1 Kilogramm, das ist auch gut. Eine Seriennummer gibt es. Und es gibt eine E-Mail-Adresse, aftersalesservice gtech@gtech.china. Ja, recycelbar. Ja. Filament. Filament von Fanfare gtech. So. So. Das war hoffentlich gtech 2 Rollen Filament wert. Plus Porto. Die waren übrigens so schnell da, dass ich nicht glaube, dass die aus China gekommen sind. Die werden hier irgendwo in Deutschland oder so ein Zentrallager haben, denke ich mir. Ich kann ein bisschen Hintergrund machen, ne? Da ist ein bisschen Hintergrund und da hinten ist auch ein bisschen Hintergrund. Das ist ja hier ich wollte gerade sagen 3D, mein VR-Spielzimmer. Weil unten ist es gerade arschkalt. Ich habe die Heizung längst abgedreht und wir hatten heute Nacht einstellige Temperaturen und ich habe natürlich fröhlich gelüftet. Ja. Jetzt ist es kalt. Hier ist es zwar auch kalt, aber hier habe ich warme Klamotten liegen gehabt. So, außerdem hatte ich hier einen halbwegs freien Tisch. Das ist zwar in Wirklichkeit auch nur eine Blechplatte. Ich sagte eine beweg dich, du dummes Ding. Na, das ist also auch nur ein alter Regal von diesen billig Blechregalen, so eine einzelne Platte, die ich schnell mit einem alten Bundeswehrhandtuch abgedeckt habe. Weil, wie das bei mir so ist, jede halbwegs horizontale Fläche ist eigentlich mit irgendwelchen Krimskrams bedeckt. Das eignet sich überhaupt nicht. Ich finde, diese Position ist ein bisschen unglücklich. Ne? Mein Zinken wird prominent dargestellt, der Rest hingegen nicht. Ja. Und hinter mir seht ihr auch, ne, das ist so der Kram, den ich normalerweise drucke, nämlich Dinge, mit denen man andere Dinge an anderen Dingen befestigen kann. Also, wenn ich mich hier umdrehe, ne? Gedruckte Halterungen. Und wenn ich nach unten ins Wohnzimmer gehe, wo ich sonst so mein Drucker-Krimskrams eigentlich mache, ich kann durchs ganze Haus latschen und sehe nur Halterungen. Ne? Und Halterungen sind meistens eckig. Da ist was Eckiges drin, es wird an etwas Eckiges geschraubt und dann halt es eckig. Und dann stören mich diese Verwerfungen hier, die ich hier gerade in einem dieser Dinger. Hier, mit 0,1. Das ist also meine beste Auflösung, ist sie trotzdem so aus. Ja. Und bei den eckigen Sachen stört mich das nicht die Bohne, weil, warum? Es ist geradeaus, es hält, es erfüllt seine Funktion. Mir doch egal. So, ja. Ich halte den Zettel nochmal in die Kamera. Tada. Englisch? Ja. G-Tech PLA Filament für 3D-Drucker. So, ich habe jetzt so oft den Namen G-Tech erwähnt, das also alleine muss ja einen Kaufrausch auslösen bei euch. Wenn das Amazon-Links sein sollten, dann müsste ich eigentlich mal gucken. Ich habe irgendwo noch so ein Amazon-Partnerprogramm, da habe ich ja auch mal dran teilgenommen, dass ich dann irgendwie ein paar halbe Prozent abkriege von dem, was ihr dann bei Amazon über den Link kauft. Aber ich glaube nicht, dass sich das bei mir wirklich rechnet. Ne?
wenn man so 100.000 oder 500.000 Subscriber habt, da kommt da schon was zusammen. Ne? Also man kommt dann irgendwie, fürs Mittagessen reicht's. So, ich habe schon wieder aus nix eine Menge gemacht, ne? Viel geplappert. Ich lasse den Kopf auch absichtlich so ein bisschen hängen, damit so diese Betroffenheitsgeste, die dann leicht in Besoffenheitsgeste so boah, übergeht. Ja. Also wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, der hat wirklich hartnäckige Ohren. Ich muss mich gelegentlich selber dazu zwingen, mich sorgsam zu artikulieren. Ich verschleife gerne Worte. Dazu kommt noch hier oben im Norden. Da nehmen wir das sowieso nicht so genau, nicht? Gut, dann darf ich euch auf das Schärfste. Völlig entgegen meinen üblichen Gewohnheiten werde ich dieses Video nochmal rendern, statt es einfach als Single-Take hochzuladen, weil ich farblich das Ganze noch ein bisschen aufpeppe. Ne? Ich bin hier weiß in weiß mit fahlgrüner Jacke, mit fahlblassem Gesicht. Ja, schauen wir mal. Schönen Dank fürs Reinhören. Schönen Gruß an G-Tech. Ihr könnt mir gerne noch mehr Material schicken, zum Beispiel bunt. Und ich werde fürchterlich damit rumdrucken. Wenn wir die Gift draufnehmen. Es gibt noch so viele Halterungen, die noch zu machen sind. Heizkörper, die man hochkant an die Wand hängt oder so. Schauen wir mal. Vielen Dank fürs Reinkommen. Jetzt muss ich hier rüberhangeln dazu, ne? Konzentrierten Eindruck machen. Ja, und dann Knopf drücken.